Ja, Mensch, heute ist echt ein ungewöhnlicher Tag. Ich war jetzt unten, hab was gegessen. Irgendwie habe ich so gerade ein bisschen die Vorstellung bekommen, dass ich mich eventuell verhört habe, was den Preis angeht. Der sagte zu mir 35 Pfund, was ja eigentlich in Anführungsstrichen recht günstig ist im Gegensatz zu dem Bed and Breakfast da in Weimar. Das hat 50 gekostet, aber nichts. Hier kostet es 35 und dann gehe ich zum Essen. Erstmal habe ich es gar nicht verstanden, wo es ist, bis er mir das dann gezeigt hat. Ich war schon draußen über den Parkplatz gelaufen, so, weil er immer sagte, Carpark. Ja, der Carpark ist ja draußen. Ja, und dann, nachdem ich hier das ganze Gelände abgesucht hat, hat er mich dann dahin gebracht. Es war eigentlich im Gebäude um die Ecke. Naja, und die Kellner alle total schick angezogen, ebenso wie die anderen Leute, die hier sind. Ja, und dann gab es Essen, dann gab es so drei Gänge sogar Vorspeise. Hatte ich Haggis, ich habe nochmal Haggis ausprobiert. Ich hatte ja schon mal Haggis, aber in so einem Pie. Und diesmal war es Haggis mit so ein bisschen, ich denke, das war so rübenpüriertes Zeug. Und so eine Rahmsoße. Und ich muss sagen, das war jetzt hausgemacht und ist echt nicht schlecht. Also dafür, dass das eigentlich nur so Schafsmatschereien sind, war schon ganz gut. Ja, dann als Hauptgang gab es vegetarisches Chili. Habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, weil es war Chili con Carne, nur halt ohne Carne. Ja. Ja, ich dachte sowas, das ist sowas Chinesisches oder so, ne? Oder Indisches. Naja, war es nicht. Aber hat trotzdem gut geschmeckt. Und zum Nachtisch gab es dann noch sowas, so ein Eis mit Himbeeren und Baiser obendrauf und Sahne. Alles total lecker. Aber dann habe ich mich mal umgeguckt. Ich saß auch schon ein bisschen abseits. Die Leute um mich rum, alle schick gekleidet. Ich komme hier in meinem Dress, der vielleicht nicht ganz passend war. Ja, das war lustig. Und dann gucke ich alle schön hier mit Messer und Gabel da am Spachtel und ich dann am einhändig am Reinschaufeln. Ja, zwischendurch kamen da schon mal komische Blicke. Ich habe mich teilweise ein bisschen unwohl gefühlt. Ja, aber so, dass ich gedacht habe, Mike, Mensch, hast du den Preis richtig verstanden? Weil 35 Pfund dann, okay, das Abendessen kostete 12 Pfund mehr, aber das habe ich im Oaktree Inn, habe ich das auch bezahlt und habe halt ein Essen und ein Getränk gehabt. Ja, also es ist schon ganz witzig hier. Die Leute gucken alle ganz komisch. Aber dann kam doch noch einer, der mich ganz nett grüßte und dann auf dem Rückweg mich ansprach und sagte, dass ihm meine Haarfarbe gefällt. Ich denke, naja, das ist ja mal was. Vor allem gerade da die Haarfarbe auch nicht mehr die ist, die sie war. Schön ausgeblichen und alles Mögliche an Farbe. Grün, gelb, ein bisschen blau noch drin. Naja, aber es war schon heute irgendwie ein ereignisreicher Tag. War ganz witzig. Meine Arme tun mir noch immer Schweineweh, ich kriege die kaum hoch, fühle mich so ein bisschen wie Bernd das Brot. Naja, kann nur besser werden. Jetzt gucke ich mal, ob das morgen dann alles hinhaut. Ne? Deshalb, heute gab es viel zu berichten. War ja auch ein langer Tag. Jetzt habe ich endlich funktionierendes Wi-Fi, zumindest mit dem Handy. Und jetzt hoffe ich, dass ich das auch auf dem Netbook ans Laufen bekomme und dann lade ich die ersten Videos hoch, damit ihr was zu sehen habt. Okay, gute Nacht.